ich bin Johann Lu und heute möchte ich mal wieder eine Morgenroutine machen. Ich habe im Internet schon richtig viele schöne Morgenroutinen gesehen, die richtig schön waren. Und so möchte ich es bei mir auch haben. Jetzt kommt erstmal das, was ich mir so vorstelle. Ich werde morgens von der Sonne und von Vogelgezwitscher geweckt. Munter stehe ich auf. Was für ein wunderschöner Morgen. Was wird dieser Tag wohl bringen? Oh, jetzt erstmal was Ordentliches anziehen. Und dann suche ich mir die Sachen raus, die ich anziehen möchte. Was soll ich mir denn wohl heute anziehen? Ups, alle Sachen habe ich ja schon an. Wow, ich habe ja schon alles an. Wow. Ja, dann muss ich ja nur noch Zähne putzen und meine Haare machen. Dann geht's ins Bad und Zähne putzen, bis sie sauber sind. Fertig. Und dann mache ich meine Haare. So, jetzt nur noch meine Haare machen. Meine Haare sind ja schon fertig. Wow! Jetzt muss ich nur noch meinen Schulranzen packen. Und dann geht's runter. Mein Schulranzen ist natürlich schon gepackt und steht bereit für die Schule. Natürlich ist mein Schulranzen ja schon gepackt. Und die Hausaufgaben? Check. Die habe ich auch schon längst fertig. Jetzt muss ich nur noch runtergehen. Ich habe ja so viel Zeit, ein gutes Frühstück zu machen. Wundervoll. Und jetzt kommen wir zu meinem gesunden Essen. Ein gutes und ausgewogenes Frühstück. Ein frisches Brötchen mit Schinken, ein bisschen Salat und Tomaten. Und natürlich ein Käsebrot. Das liebe ich. Und zu diesem ausgewogenen Frühstück gehört natürlich auch Obst. Guck mal, die Bananen habe ich selber gepflückt. Was für ein lächelndes Gesicht. Und ein frisch gepresster Multivitaminsaft. Köstlich frisch gepresst. Jetzt bei meinem Frühstück möchte ich aber nicht mehr gestört werden. Eine Stunde später. Jetzt nochmal die letzte Tomate. Köstlich. Jetzt nochmal kurz die Nachrichten checken. Ach, heute wird wieder schönes Wetter. Natürlich. Jetzt muss ich aber wirklich in die Schule. Ich freue mich so. Und jetzt kommt die Realität. Mein Wecker klingelt. Und was ist los? Ich will noch weiter schlafen. Ich hab keinen Bock, ich will noch weiter schlafen. Es ist doch noch mitten in der Nacht. Viele Minuten später. Johann, aufstehen! Nein, nein, lass mich in Ruhe, ich will noch schlafen. Es ist doch noch dunkel. Johann, aufstehen! Du stehst jetzt auf. Ja, was ist denn? Jetzt sofort. Verdammt, ich bin zu spät. Aber jetzt schnell. Zombie-Modus. Was kann ich denn heute aussuchen? Schnell Sachen raussuchen. Einfach das, was oben ist. Hier. Das hier. Das hier. So. Jetzt umziehen. Fertig. Jetzt muss ich meine Zähne putzen. Und meine Haare. Meine Haare sind wichtig. Wow, was für ein wunderschöner Tag. Aber jetzt meine Haare. Die sind wichtig. Und jetzt nach unten. Und meine Haare föhnen. Dann föhne ich meine Haare. Abgeschaltet. Und gele meine Haare. Und renne. Jetzt bin ich zufrieden. Und jetzt schnell nach oben und meine Schulsachen packen. Verdammt nochmal, warum ist er nicht geblieben?
gefragt. Oh, warte mal, war da nicht irgendetwas mit Hausaufgaben? Oh mein Gott! Jetzt ist zu spät, jetzt alles schnell zusammenpacken. In der kleinen Pause habe ich bestimmt noch Zeit dafür. Konfektion und Milch. Hopp, hopp, ab und go. Keine Zeit mehr für irgendetwas. Ab zur Schule. Verdammt, ich muss los. Erste Stunde Mathe. Yay! Zweite Stunde Mathe. Nein! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nehmt das nicht zu ernst. Daumen nach oben, abonnieren. Tschüss!